Werter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder ist genauso unehrlich wie das Wir schaffen das und die gesamte Regierung Merkel. Weil die Regierung Merkel die Menschen darüber belogen hat, wie lange Flüchtlinge und illegale Migrantinnen und Migranten tatsächlich bei uns sind, werden jetzt eben mal den Ländern 1.200 Millionen Euro mehr ausgezahlt und die Kommunen erhalten Kosten für Unterkunft und Heizung für harzende, anerkannte Asylbewerber erstattet. Und das haben Sie auch dringend nötig, denn mit Ihrer Politik hängen Sie am Tropf Ihrer ständigen Rückerstattungen. Wenn ich Ihnen mal den Finanzhaushalt meines Landkreises Dahme-Spreewald zeige, der ist eigentlich gesund, aber wenn Sie sehen, ab 2019 geht es abwärts. Vor 2 Jahren sah es schon genauso aus, da ging es auch abwärts, weil da die Mittel nicht eingerechnet sind. Ohne die Mittel hängen die Kommunen am Tropf. Das ist das Ergebnis Ihrer desaströsen Politik. Und weil Sie die Menschen weiterhin darüber im Unklaren lassen wollen, wie viel das alles wirklich kostet, haben Sie ja auch kein Flüchtlingskostengesetz oder sowas gemacht und auch keinen klaren Posten im Haushalt geschaffen, sondern Sie ändern zugleich das Finanzausgleichsgesetz, das zweite Buch SGB, die Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2019, das Gemeindefinanzreformgesetz und das Gesetz über Steuerstatistiken. Ja? Und mal ändern Sie einen Betrag, mal ändern Sie eine Stellschraube bei der Prozentzahl, aber nie haben Sie das Wort Flüchtlinge oder Asyl da drin. Es soll ja schließlich aussehen wie Leistungen für unsere Bürger. Und dazu tricksen Sie auch noch bei den Einnahmen, weil Sie nämlich gar nicht so viel erstatten dürften nach Ihren eigenen Gesetzen, wie Sie hier wollen, beteiligen Sie die Kommunen auch noch anders an der Umsatzsteuer. Also Respekt den Beamten, die das so hingerechnet haben, dass es passt, aber der Rechenweg ist nicht nur mir schleierhaft, sondern auch dem Bundesrechnungshof. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es sich hier um bewusste Irreführung handelt oder um eine Verdrängung durchs Über-Ich. Wissen Sie, das ist ungefähr so, wie wenn Ihre Tochter plötzlich anfängt zu koksen. Ja? Und Sie wissen, das ist falsch und sie will es aber unbedingt, aber irgendwie finden Sie das geil. Und deswegen sagen Sie, ja, okay, wir finanzieren den Koks, aber das können wir ja nicht direkt so zugeben, sondern wir deklarieren es einfach als Erhöhung des Pausenbrotgeldes und als Teenie-Anteil am elterlichen Einkommen. Mit diesem Bild habe ich den Entschließungsantrag der Grünen, glaube ich, auch würdig kommentiert. Sie wollen ja schließlich ein Dauerabo durch Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Fakt ist, Integrationsausgaben haben so wenig in irgendeinem Etat zu suchen wie Drogendealer im Görlitzer Park. Asyl ist ein Bleiberecht auf Zeit und diese Leute sollen wieder gehen. Das bedeutet, wir brauchen auch keine Integration. Und Sie könnten wirklich diese gesamten Milliarden sparen, wenn Sie konsequent echte Flüchtlinge von illegalen Migranten trennen würden, wenn Sie konsequent das Recht einhalten würden, wenn Sie konsequent abschieben würden, wer nicht hier sein dürfte. Und genau an diesem Punkt kommen wieder die Länder und die Kommunen ins Spiel, die von diesem Gesetz profitieren. Wenn die endlich auch sauber abschieben würden, hätten wir diese Probleme nicht. Es ist an der Zeit, dass alle zusammenarbeiten, dass diese Migrationspolitik beendet wird und dass diese Regierung Merkel beendet wird. Herzlichen Dank. Wir diskutieren in diesen Tagen und Wochen engagiert über die große Herausforderung des Umgangs und der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Hier sind über Millionen Menschen nach Deutschland gekommen, hier aufgenommen worden, untergebracht und integriert worden in Deutschland. Hier gibt es Überbelegung, hier gibt es eine große Herausforderung. Die Mitarbeiter arbeiten bis an die Grenze ihrer Belastung. Auch die Bevölkerung ist diese große Anzahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen nicht gewöhnt. Wir werden uns auf längere Zeit auf hohe Flüchtlingszahlen einrichten müssen. Sehen Sie hier, es wird das beherrschende Bild auch der nächsten Stunden sein. Die Luftaufnahme, die uns dem Breitscheidplatz im Herzen von Berlin gelegen, an der Gedächtniskirche, einem Symbol eigentlich ja auch für Frieden und Freiheit, noch einmal zeigt. Wir sehen den Sattelschlepper, der dort jetzt im Moment noch steht, aber dann wohl innerhalb der nächsten halben Stunde, ich glaube, so lange wird das schon noch dauern, abtransportiert werden wird. Paris, jetzt Brüssel. Frage des Schreckens in Bayern. Und kein Ende. Wieder ein Anschlag. Diesmal in Nizza. Unter uns. Brüssel im März. Bei Anschlägen am Flughafen und in der U-Bahn sterben 35 Menschen. Ein brutaler Angriff im Morgengrauen. Im Sommer kommt der Terror direkt nach Deutschland. Nahe Würzburg erst eine Attacke mit einer Axt. Dann der Anschlag von Ansbach.
Im Oktober kann der Bombenbauer von Chemnitz gerade noch gefasst werden, bevor Schlimmeres passiert. Deutlich hallen die Schüsse durch die Straßen vom belgischen Lüttich. Zwei Polizistinnen und ein Mann in einem Auto werden erschossen. Der Täter, angeblich ein Terrorist. Sein Ziel war es nicht, wie in einer Amok-Situation einfach zu töten oder in einer Schule zu töten. Er wollte Polizisten treffen, die Institution, den belgischen Staat. Das belgische Lüttich liegt nicht weit von der deutschen Grenze entfernt. Der mutmaßliche Täter greift die Beamtinnen mit einem Messer an, entwendet eine Dienstwaffe und erschießt sie. Eine der Polizistinnen hinterlässt Zwillingstöchter. Besonders tragisch, die beiden Mädchen hatten bereits ihren als Polizisten tätigen Vater verloren. Eine Woche nach den Terroranschlägen mit 130 Toten haben viele Pariser der Opfer gedacht. Wie hier am Place de la République, einem der Schauplätze der Attentate, versammelten sich die Menschen, um durch verschiedene Aktionen ein Zeichen gegen Gewalt und Extremismus zu setzen. In der Modewelt ist Karl Lagerfeld eine Koryphäe, die Meinung des 84-Jährigen immer noch gefragt. In gesellschaftspolitische Debatten hat sich der Modezar bislang eher selten eingemischt. Umso erstaunlicher sein Skandalauftritt im französischen Fernsehen. Karl Lagerfeld bezeichnete Flüchtlinge in Deutschland als, Zitat, die schlimmsten Feinde der Juden. Wir diskutieren in diesen Tagen und Wochen engagiert über die große Herausforderung des Umgangs und der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Hier gibt es Überbelegung, hier gibt es eine große Herausforderung. Die Mitarbeiter arbeiten bis an die Grenze ihrer Belastung. Auch die Bevölkerung ist diese große Anzahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen nicht gewöhnt. Und trotzdem gibt es Aufnahmebereitschaft, Toleranz, Geduld, übrigens auch keine erhöhte Kriminalität. Abgelehnter Asylbewerber aus dem Irak und sein türkischer Kumpan, der ebenfalls in einer Asylunterkunft lebte, haben das 14-jährige Mädchen stundenlang misshandelt, vergewaltigt und grausam ermordet. Ein brutales Verbrechen, das jeden denkenden und fühlenden Menschen zutiefst erschüttern muss. Maria aus Freiburg, Mia aus Kandel, Mireille aus Flensburg und jetzt Susanne aus Mainz. Wer selbst Kinder hat, vielleicht sogar eine Tochter in diesem Alter, der kennt die Angst um seine Liebsten, die mit jedem dieser Verbrechen von Neuem zunimmt. Susannas Eltern, ihre Freunde, Verwandten und Schulkameraden, sie trauern um das junge Leben, das aus ihrer Mitte gerissen wurde, und ich trauere mit ihnen. Und ich klage an. Denn Susannas Tod ist kein blinder Schicksalsschlag. Susannas Tod ist die Folge jahrelanger organisierter Verantwortungslosigkeit und eklatantem politischen Versagen in der Asyl- und Einwanderungspolitik.